Hast du Fragen zur Contest App oder zu den Leistungen der Contest Steuerberatung? Dann bist du nicht allein, denn ich habe einige Fragen in den letzten Wochen bekommen und so ein paar möchte ich in diesem Video beantworten. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, unsere Videos zu kommentieren und ich helfe dir da auch gerne weiter. Wenn du den Hashtag Steuerfrage bei deiner Frage verwendest, dann hast du auch die Gelegenheit, in einem dieser Videos aufzutauchen und dass ich deine Frage in so einem Video beantworte. Und in diesem Video möchte ich mir mal ein paar Fragen anschauen rund um die ganzen Dienstleistungen von der Contest App und der Contest Steuerberatung. Die erste Frage kommt von Sali Z. Und Sali Z, also er oder sie, schreibt, heißt aber, wenn ich zum Beispiel nebenberuflich selbstständig bin und schon einen Steuersatz von 42% von meiner nicht selbstständigen Arbeit habe, sollte ich dann in der Contest App 42% eintragen, da dort ja jeder weitere Euro extra obendrauf kommt? Oder ist der Gedanke dazu falsch? Grundsätzlich, der Gedankengang ist natürlich richtig. Du zahlst deine Einkommensteuer nämlich immer auf dein gesamtes Einkommen, also dein Angestelltenverhältnis, deine Selbstständigkeit, eventuell Immobilieneinkünfte und so weiter. Das heißt, du zahlst einen Steuersatz auf all deine Einkommensarten. Du gibst ja nur einen Einkommensteuerbescheid ab. Und wenn du mit deinem Angestelltenjob schon sehr, sehr gut verdienst, dann ist natürlich dein Steuersatz für deine Selbstständigkeit einfach durch das Anstellungsverhältnis schon sehr, sehr, sehr hoch. Und der kann auch bei 42% liegen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle aber, die 42%, die klingen so ein bisschen nach einem Grenzsteuersatz und nicht nach einem Durchschnittssteuersatz. Wenn du nicht genau weißt, was eigentlich der Unterschied zwischen Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz ist, dann schau dir mal das Video an, was ich dir hier oben rechts verlinke. Da bin ich nämlich genau darauf eingegangen und habe auch dir erklärt, wie du deinen Durchschnittssteuersatz berechnen kannst. Wichtig nämlich für alle, in der Contest-App müsstest du bitte deinen Durchschnittssteuersatz und nicht deinen Grenzsteuersatz einstellen. Die nächste Frage kommt von Jörg Vogelgesang. Erstmal schöner Name. Jörg schreibt, wie werden Rechnungen mit unterschiedlichen Steuersätzen richtig eingegeben? Also zum Beispiel eine Hotelrechnung mit 19% fürs Frühstück und 7% für die Übernachtung. Ja, solche Betriebsausgaben gibt es natürlich und ich glaube auch jeder Buchhalter oder Steuerfachmensch kennt die blöden Hotelrechnungen, weil sie einfach immer unterschiedliche Steuersätze haben und deswegen einfach aufwendiger sind in der Verbuchung. Und das Ganze kannst du selbstverständlich auch in der Contest-App abbilden. Und zwar kannst du in der Transaktionsübersicht die Transaktion aufteilen. Das heißt, bei einer 150 € Hotelrechnung beispielsweise, wo 100 € auf die Übernachtung entfallen und 50 € auf Frühstück und Parkhaus und all diese Dinge, da kannst du einfach auf Transaktion aufteilen klicken und kannst diese beiden Dinge als Geschäftsausgabe mit den unterschiedlichen Steuersätzen einstellen und dann dafür sorgen, dass natürlich die Umsatzsteuerrücklage immer korrekt berechnet ist. Wichtiger Hinweis aber an dieser Stelle, wenn du Mandant bei uns bist, also Mandant bei der Contest Steuerberatung bist, dann musst du da gar nichts machen. Denn wir haben natürlich die Leute sitzen, die deine Buchhaltung machen. Das heißt, das ganze Thema liegt sowieso nicht bei dir, sondern bei den Buchhaltern und die übernehmen das dann für dich. Die nächste Frage kommt von Pluena oder Plünner und sie schreibt oder er schreibt, mir wird im Reiter Umsatzsteuer, Umsatzsteuerrückerstattung angezeigt. Ich bin aber umsatzsteuerbefreit. Ich dachte bisher immer, dass ich deswegen gar nichts mit der Umsatzsteuer am Hut habe. Was hat das auf sich? Und das Ganze liegt wahrscheinlich daran, weil in den Einstellungen deiner Contest-App nicht hinterlegt ist, dass du gar keine Umsatzsteuer hast und dass du umsatzsteuerbefreit bist. Deswegen geh bitte einmal in deiner Contest-App in den Einstellungen unter Umsatzsteuer und da kannst du einen Regler stellen, auf, du führst umsatzsteuerfreie Umsätze aus und dann hast du mit dem Thema Umsatzsteuer tatsächlich nichts am Hut. Und das ist in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht gemacht und dann wurden Transaktionen, also insbesondere Geschäftsausgaben, gebucht mit Umsatzsteuer. Und das führt dann dazu, dass dir eine Umsatzsteuererstattung angezeigt wird. Deswegen, wenn du das in den Einstellungen korrigierst und einmal im Reiter Umsatzsteuer alle Transaktionen dir anschaust, die da angezeigt werden, das sind nämlich wahrscheinlich die Transaktionen, die kategorisiert wurden mit Umsatzsteuer. Wenn du das einmal änderst auf Betriebsausgabe ohne Umsatzsteuer, dann wird dir unter dem Reiter Umsatzsteuer auch nichts mehr angezeigt. Eine weitere Frage kommt von Trasin und zwar, geht euer Steuerservice auch in Kombination mit einer Software, also LexOffice oder ähnliches? Und ich habe eine Gegenfrage und zwar, was genau möchtest du mit LexOffice, Zefdesk und so weiter denn erledigen? Denn du brauchst das gar nicht, weil LexOffice ist ja nur ein Buchhaltungsprogramm und du musst die Buchhaltung ja gar nicht machen. Weil wenn du Kunde bei uns bist, also Mandant der Contest Steuerberatung bist, dann übernehmen wir ja alles für dich. Wir machen deine Buchhaltung, deine Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung, Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Einkommensteuererklärung, die Beratung und all das, was du brauchst. Das machen wir ja für dich. Und LexOffice ist schwerpunktmäßig ja eine Software, um seine Buchhaltung zu machen, was du nicht mehr machen musst. Wichtig an dieser Stelle ist nämlich, wir arbeiten auch nicht in LexOffice. Wir buchen über unser System, also das Contest Buchhaltungs- und Steuersystem, darüber
arbeiten wir. Du kannst natürlich LexOffice nutzen, zum Beispiel um Rechnungen zu schreiben oder Angebote zu schreiben. Du kannst übrigens auch Rechnungen über Contest schreiben, also in der Browser-Version von Contest kannst du auch Rechnungen schreiben. Aber die Funktionalität ist natürlich bei LexOffice umfangreicher. Wenn du gerne deine Rechnungen in LexOffice schreiben möchtest oder ein anderes Modul nutzt, was wir nicht anbieten, zum Beispiel Lohn- und Gehaltsabrechnungen, dann kannst du das gerne in LexOffice machen. Überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist aber an der Stelle, dass wir nicht in deinem LexOffice-Account arbeiten und du uns trotzdem all deine Dokumente über unser System zukommen lassen musst. Es hilft uns nicht, wenn du deine Belege bei LexOffice hochlädst, die musst du nach wie vor immer bei Contest hochladen. Die nächste Frage kommt von Max und das ist zugegebenermaßen eine Frage, die bekomme ich sehr, sehr häufig. Und Max fragt, wann gibt es euch für GmbHs? Die einen oder anderen haben das vielleicht schon mitbekommen. Wir bieten unsere Leistungen nicht für Personengesellschaften und nicht für Kapitalgesellschaften an, sondern ausschließlich für Einzelunternehmen. Also Freiberufler und Gewerbetreibende in der Rechtsform des Einzelunternehmens. Und das ist auch relativ wichtig. Grundsätzlich ist es ja jedem klar, dass du besser wirst und besser auf deine Zielgruppe eingehen kannst, wenn du dich spezialisierst. Und Personengesellschaften und GmbHs haben ganz andere Herausforderungen. Und ganz ehrlich, dafür gibt es schon eine ganze Reihe an guten Dienstleistungen und Softwarelösungen und so weiter. Wer immer vergessen wird, sind die Einzelkämpfer und die Einzelkämpferinnen, die in der Rechtsform des Einzelunternehmens arbeiten. Und deswegen arbeiten wir an der einfachsten Buchhaltung und besten Steuerberatung für diese Zielgruppe, für Einzelunternehmen. Die nächste Frage kommt von André Go. Und André schreibt, ich bin zu einem traditionellen Steuerberater gegangen, weil ich beim Contest Steuerservice zu sehr Sorge hatte, irgendwelchen imperfekten Algorithmen ausgesetzt zu sein. Erst dieser Kanal hat der ganzen Sache einen menschlichen Antlitz gegeben. Chapeau, ich werde wohl leider mit meinem Steuerberater reden müssen. André, ich kann die Sorge verstehen, ich kann sie dir aber auch vollkommen nehmen. Wir haben ein top ausgebildetes Team von über 50 Steuerexperten. Das sind Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter, Diplom-Finanzwirte, Steuerberufsträger, Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter. Das heißt, da sitzen über 50 Leute, die jeden Tag auch manuell arbeiten, damit die steuerlichen Angelegenheiten für unsere Mandanten korrekt abgebildet werden. Natürlich arbeiten wir digital, natürlich wollen wir auch Innovation vorantreiben, arbeiten deswegen mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz, wir kommunizieren durch eine App. Das heißt, wir arbeiten schon sehr, sehr digital. Aber wir sind eine richtige Steuerberatungsgesellschaft, dieses eingetragen in der Steuerberaterkammer und so weiter. Und ich kann dir garantieren, dass nichts jemals rausgehen wird an das Finanzamt oder irgendwen anders, das nicht irgendwie nochmal gecheckt wurde von einem ausgebildeten Fachexperten. Dafür lege ich absolut meine Hand ins Feuer und meine persönliche Erfahrung aufgrund meiner Berufserfahrung ist, dass unser Anspruch an Qualität eher höher ist als bei vielen anderen Kanzleien. Ich hoffe, dieses Video hat dir so ein paar Fragen rund um unseren Service beantwortet. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann scheu dich nicht, einen Kommentar unter diesem Video zu schreiben und ich helfe dir selbstverständlich gerne weiter. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, ich hätte auch gerne einen spezialisierten Steuerberater, der wirklich Ahnung hat von meinem Geschäftsmodell und Ahnung hat von Einzelunternehmen, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Ich verlinke dir einfach mal alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, wenn du einmal hier klickst. Schau auch unbedingt unsere Online-Community vorbei. Wie du dich da anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video oder schau bei unseren weiteren Q&A-Videos vorbei. Das findest du zum Beispiel hier. Ich habe auch eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch, ey. Ich weiß es nicht, wie ich angefangen habe.